Moin Leute, Herbert hier und ein herzliches Willkommen hier zurück zum Euro Truck Simulator 2. Hätte ich fast gesagt, nein, zum American Truck Simulator. So, wir schauen einmal ins Auftragsangebot rein. Wir haben ja immer noch keinen eigenen LKW. Warum nicht? Weil es so ist. So, in der letzten Folge haben wir uns um New Mexico gekümmert und da werden wir uns auch weiterhin drum kümmern, dass wir hier noch ein paar Städte zusammenbekommen. Ich gucke jetzt gerade mal, die haben wir auch noch nicht. Da würden wir ein paar Tonnen Trockenfrüchte fahren. Das ist doch auch schon mal nichts Verkehrtes. Dann würde ich sagen, fahren wir die Trockenfrüchte, oder? Ja, definitiv. Cool. Mit einem, ich glaube, es ist ein Kenworth. Ich habe auch einen neuen Mod installiert, aber den können wir leider erst sehen, wenn ich einen Truck kaufen kann. Ich glaube, das dauert auch noch ein paar Folgen. Ich zeige euch gleich mal oder die nächsten Folgen irgendwann mal den Truck, den ich mir da ausgesucht habe. Wir spielen übrigens auf der aktuellsten Version natürlich in DirectX 11 Auflösung. Höchsten Einstellungen etc. pp. So, alle Einstellungen mal nachgeschaut. Alles sieht gut aus. Geiler Sound. Nein, ein Petabill. Entschuldigung. Ich würde sagen, los geht's. So, wenn ich jetzt richtig geschaut habe, ich gucke nochmal kurz nach hinten, haben wir hinten noch ein Gelenk dran. Das ist natürlich ein bisschen anstrengender zu fahren. Wobei ich natürlich denke, dass wir das hier locker flockig gelevelt bekommen und damit klarkommen. Also das ist jetzt schätzungsweise das kleinste Problem, was wir haben. Ich weiß auch nicht, ob ich hier gerade richtig bin oder einen anderen Weg zum Rausfahren benötige. Hier komme ich nicht rum. Ja, vielleicht kommen wir hier vorne lang. Ja, hier sieht's gut aus. Ich denke, hier kommen wir lang. Wenn nicht, bremsen wir ab. Ah doch, hier vorne ist so ein Schotterweg. Den nehmen wir einfach und dann passt das. Das ist ein bisschen schotterig hier. Egal. Könnten Sie mal. Dankeschön. Alles in bester Ordnung, sehr gut. Es gibt auch Mods für Navigationsansagen von zum Beispiel Top Gear Moderatoren und so. Also wir werden uns hier bei den Mods bestimmt mal hier und da ein bisschen durchforsten. Denke ich zumindest. Sollen wir ein bisschen Abstand gewinnen. Das Lenkrad ein bisschen höher. So ist eigentlich alles okay. Schön. Dass wir auch ein bisschen die Anzeigen genießen können, die hier vor sich her arbeiten. Ja, der ATS ist wieder da. Ich nehme natürlich die alte Playlist, die ich schon hatte. Alles andere wäre natürlich Schwachsinn, dafür jetzt ein neues Let's Play anzufangen. Ich meine, der Spielstand ist derselbe. Ne? Ich denke mal, da sind wir uns alle einig. Und ich hoffe natürlich, dass ihr euch freut. Ich habe mir das vielleicht so überlegt. Ich habe euch ja gesagt, dass der ETS eigentlich regelmäßig kommt. Aber ich muss natürlich ein bisschen auch auf meine Zeit achten, die ich zur Verfügung habe. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich wechsle mich ab, ETS, ATS. So haben beide Fans der Serien so gesehen alle zwei Tage ein Video zur Verfügung. Weil der fährt mir zu langsam, dann fahre ich schon mal los.
soll er sich doch beschweren. So haben, wie gesagt, die Fans jeder Serie, jedes Teils, immer wieder was zu schauen, ne? Ich möchte die Videos gerne um 10 Uhr morgens hochladen, dann hat jeder was davon. Rollen wir? Ja, wir rollen. Und mein erstes Ziel hier im ATS, jetzt momentan zumindest, ist das Erreichen aller Länder. Das heißt, wirklich jedes Land, jedes Städtchen einmal durchforstet zu haben. Oh, das war eine dumme Idee. Wir scheren direkt wieder rechts rein. Oh. Sag mal, du Penner, bist du eigentlich blind? Was ein Penner ist das bitte? Hat der einen Arsch offen? Ich finde, der Blinker passt nicht. Ja, ich habe ja auf der Gamescom auch mir ETS 2 angeschaut und habe mir gedacht, ich schreibe mich da mal aufs Whiteboard drauf. Habe ich dann auch getan. Gucken, ob es einer gesehen hat. Sitzklima. Nicht schlecht, Herr Specht. Man soll gar nicht meinen, wie modern doch die Autos sind. Die LKW. Ich finde es noch nicht mal so extrem einfach, so einen langen LKW zu fahren. Ich habe einen Tempomaten glatt auf 40 Meilen gemacht. Ich denke, das ist okay. Ich meine, wir fahren ja immer noch durch die City. Und es freut mich total, dass auch hier DirectX 11 endlich angekommen ist. Unfassbar. So, das schöne USA. Wir dürfen rechts abbiegen. Ich weiß gar nicht, wie sich das Spiel verhält, wenn ich rechts blinke und einfach geradeaus weiterfahre. Merkt das Spiel das? Oder meint ihr, das fällt so unterm Tisch? Hey, wir müssen noch ein Stück geradeaus. Kann ich ja noch die Handbremse reinschmeißen. So. Ist das schön, wieder hier im ETS und ATS zu sein. Das ist traumhaft, Leute. Ich sag's euch, ich hab's vermisst. Ich hab's wirklich vermisst, hier mit einem LKW schön, gemütlich, chillig durch die Gegend zu fahren. Ist wirklich cool, immer noch. Ja, ich geb doch nur schon mal Gas, liebes System. Damit ich es bei der Anfahrt nicht so schwer habe. Auch krass, dass die Blinker in der USA rot sind und das soll man sehen. Okay, das ist natürlich doof. Jeck, es gibt Ahnsel in mal hier in Dingens. So, cool. Wusste ich bis jetzt auch nicht. Ahnsel ist übrigens eine Funktion. Ich weiß nicht, seht ihr das, wenn ich das mache? Ich hoffe. Und zwar ist Ahnsel eine Funktion für Fotos. Ich könnte jetzt hier wirklich ein Foto von machen und so. Das, verschiedene Filter benutzen, Raster anzeigen und, und. Wir können einen Filter schwarz-weiß nutzen und natürlich auch so fahren, ne? Also
Und da muss ich wirklich sagen, tolle Funktion. Einfach klasse. Schön für Thumbnails zu machen. Viele Spiele unterstützen es leider noch nicht. Aber es wird immer mehr. So, bis zu 70 Meilen dürfen wir jetzt fahren. Das ist nicht schlecht. Ich guck mal ganz kurz auf die Karte, ob wir nicht vielleicht doch... Ah, wir hätten... Ja, wir hätten fahren können. Okay, gut. Ja, ist egal. Komm. Scheiß drauf. Ist am einfachsten jetzt nicht darüber nachzudenken, dass wir hätten können, sondern wir fahren einfach und gut ist. So, ich versuche jetzt mal auf meine Autobahngeschwindigkeit zu beschleunigen. Das ist in dem Fall 65 km/h. Meilen, Entschuldigung. Die 60 Meilen haben wir geschafft. Historic Route 66. Einmal hier rechts abbiegen. Hier wurde einer angehalten, wahrscheinlich weil er schneller war. Ich finde das ganz cool mit den Ereignissen und so. Es gibt Umleitungen und, und. Ich meine, der Vorteil ist, ich brauche ja eigentlich gar keinen Spiegel. Meine Luftfilter links an der Seite spiegeln die Karte wirklich optimal von hinten. Ist wie ein Rückspiegel. Ich sehe jede Spur. Wir können sogar 75 Meilen fahren, Entschuldigung. Dann geben wir natürlich noch ein bisschen mehr Gas. Meilen. Habe ich aus Versehen was eingestellt, was nicht richtig ist? Gameplay. Meilen, Kilotonnen, Celsius, Liter? Nein. Alles in Ordnung. Ja gut. Hier sind es eh nur wieder 65, von daher bleiben wir dabei und alles ist in Ordnung. Was ist eigentlich das hier vorne? Weiß das einer von euch? Der W-Pass? Ist das für die Maut so gesehen? Aber wir können noch mal ein bisschen durch beschleunigen. Mal gucken, wie weit wir kommen. Zwölfter Gang, 66 Meilen. Jetzt gerade ein bisschen bergab, das hilft natürlich ungemein. So, 75 Meilen erreicht, Reisegeschwindigkeit optimal. Das ist natürlich jetzt wirklich optimal, weil man somit echt hier noch gut durchkommt. Schön mal ein Auto überholen, ist auch mal was anderes. Wobei ich sehe das Auto jetzt gerade nicht. Das Auto hält mit. Alles gut. Ist ja nicht so tragisch. Wie schnell ist das überhaupt in Kilometern? 120 Kilometer ungefähr fahren wir gerade. In der USA, auf der Autobahn, mit einem LKW. Das muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen. Das ist ganz schön schnell. Das ist 30 km/h schneller als in Deutschland. Nur mal so am Rande, ne? Also, alle Achtung. Dass das erlaubt ist, unfassbar. Am liebsten würde ich ja hinter ihm fahren, aber der fährt mir so unsicher. Und wir kommen gerade echt gut durch, ne? Also das wundert mich schon ein bisschen.
Wir haben keinerlei Problematik durchzukommen. Ich meine, die LKWs sind aber auch saustabil und haben eine saugute Straßenlage. Dadurch, dass sie natürlich ein sehr hohes Eigengewicht aufweisen, die hohe Motorleistung und alles, das ist eigentlich alles passend. Aber das ist wieder das amerikanische Prinzip, ne? Lange Schnauze, kurzes Heck und schon sind alle Amerikaner glücklich. Wahnsinn. Ich muss immer noch einen scheiß Schraubschlüssel finden, damit ich diese scheiß Lenkradvorrichtung festschrauben kann. Die rutscht mir die ganze Zeit nach unten. Also wenn ich hier... Ja, ich kann es nicht bestellen. Als ob ich das Lenkrad nach unten einstellen würde. Da muss ich wirklich noch eine Lösung finden, dass ich mir da vielleicht ein Schlüsselset hole oder so, weil das Originalschlüsselset passte auf diese, an diese Schraube nicht. Und ich habe halt keins, ne? Ich habe viel fürs Auto, aber das sind alles Torx und das hier sind normale Schlüssel. Also 6-Kant, glaube ich, habe ich nicht. Oder 8-Kant, ich weiß es nicht. Hier gab es eine Schlafmöglichkeit, brauchen wir aber nicht. Wir fahren einfach weiter. Alles easy going hier. Letztens hatte mich einer gefragt, dass ich mit meinem System nur an die 70 Frames bekomme. Wäre lächerlich. Da habe ich mir nur die Frage auch selber gestellt und gedacht so, hey, mit 400%iger Auflösung ist das schon ganz schön viel. Wir fahren hier so gesehen eine Auflösungsskalierung. Nicht von 2560 mal 1440. Nein, wir fahren sogar eine höhere Auflösung als das. Viermal höher. Das muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen. Und dadurch sieht das alles auch so brillant scharf und detailliert aus. Für die Leute, die es eben nicht so sehen, ne? Achso. Ja gut. Ist natürlich doof, ne? Da konnten wir nicht mehr lang fahren. Wir fahren jetzt einfach die nächste raus. Alles kein Problem. Da war wohl ein schwerer Unfall an der Ausfahrt. Oh fuck. Oh mein Gott. Das wäre schmerzhaft geworden. Glück gehabt. Du bleibst stehen. Schade, jetzt sind es nur noch 35 km/h, die erlaubt sind. Tucumcari sind wir angekommen. In Tucumcari. Okay, gut. Freut mich. Wunderbar. Perfekt. Also besser hätte es wirklich nicht laufen können. Dann schauen wir mal die Tour an. Perfekt, perfekt. Alles gut. $5.251 haben wir jetzt verdient. Und haben eine neue Lizenz freigeschaltet. Dann würde ich sagen, wir nehmen wirtschaftliches Fahren als erstes voll. Wir haben jetzt $30.237. Wir sehen uns im nächsten Part. Macht's gut und Tschüssikowski. Ciao.